So. Jetzt ist Colin dran. Risiko. Tja, wir spielen weiterhin mit den Zufallsdecks. Ich nehme jetzt die Nummer 4. Die wahre Nummer 1 kommt eben natürlich immer zum Schluss. Ich glaube, das war das Schlechteste. Das habe ich zum Schluss noch cool, kurz gesagt. Cool, ich krieg das schlechteste Deck. Okay, mit dem schlechtesten gewinne ich eh locker. Muss einfach sein, ey. Aber wobei, ich glaube, wenn du gut ziehst, kannst du damit locker gewinnen. Okay. Oh, und wenn ich schlecht ziehe, nicht. Ja, weil ich glaube, die Chance eine gute, ja, damit sowas rechne ich. Ach, dieses Bullshit-Deck. Das war auch mal eine lustige Idee, auch von mir übrigens. Echt? Also hier kann man, ja, natürlich. Das hatte ich eben schnell. Also ich weiß nicht. Das war ursprünglich mal meine Idee. Jedenfalls. Also, okay. Einfach Idee. Hier mit dem heroischen. Jetzt wieder die Katzen. Extra Schwert. Nein, Exis, du hast ja 1000 Angriffspunkte dazu, bring Excalibur raus, hau ihn auf 4000 auf, damit auf 8000 Angriffspunkte und hau die Gegner total tot. Werden nicht für die Grundattacke immer verdoppelt, da kriegt er doch 1000 dazu, dann sind's... Ja, das Schwert, das extra Schwert bringt für Excalibur nichts, aber Excalibur kommt hiermit auf, sage und schreibe, 8000 Angriffspunkte. Unglaublich, aber was kann die Fallenkarte? Tja, was kann die? Tja, ja. Ein bisschen lesen. Ich weiß es selber nicht. WT! Hat's einfach mal reingehauen, weil sie so schick aussah. Ja, sie leuchtet so schön. Nee, ich hatte mir die durchgelesen. Irgendwann habe ich mir dabei, glaube ich, schon gedacht. Ja, sieht so aus. Und was kann sie? Die Angriffspunkte von einem Monster werden verdoppelt, aber es kann nicht zerstören, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Es kann nicht zerstört werden. Ehrlich? Nee, das kann doch nicht sein. Oder? Keines der Monster kann dann kaum zerstört werden. Ja, egal. Mal ehrlich, die Karte und die Falle. Ja, ich will ein Monster von mir angreifen muss, es kriegt doppelte Angriffspunkte, der Gegner muss es angreifen und allerdings kann ich nichts zerstören. Oh, der hat 1000 Angriffspunkte. Ach so, okay. Weißt, keines der Monster kann zerstört werden, also dein eigenes auch nicht. Nee. Oh, witzig. Hier, ich spiele einfach im Angriffsmodus, ich bin so richtig dreist. Oha. Was spielt er überhaupt für ein Deck da? Naja, ein Tanky. Ich habe nicht aufgepasst, was er sich auf die Hand geholt hat. Nee, ich auch nicht. Tja. Ja. Aber mal bei dem Deck ist es eh keine Schande. Oh nee, draufhauen mit 1000 ist nicht so. Boah, ich könnte eine heroische Chance spielen. 2000. Ja. Nee. Das lassen wir erstmal. Du bereust es sicher jetzt gleich. Obwohl Tanky, da hat er sich irgendwie als 8 verdeckt, wenn er jetzt gerade. Nein, ich frage mich gerade, warum er allgemein müsste er eigentlich eine Karte mehr haben. Ich frage mich, was er in seinem Zug gemacht hat. Ach, Constella. Constella und Feuerfaust oder nur Constella mit Tanky und so. Jo. Tja, Constella, das ist so ein Deck, das basiert hauptsächlich darauf, ein Chaos rauszubringen, der die Stufe erhöht und dann Pleiades und er macht gerade was komplett anderes. Okay, ich glaube, ich weiß, welches Deck das ist. Ja. Genau, das ist Constella ZW. Ah, geil, ey. Das Deck ist ordentlich nervig. Aha. Ja. Aber Moment mal. Was konnte der genau? Ich glaube, das konnte nicht durch Effekte dann zerstört werden, das ausgerüstete Monster. Aber jetzt kannst du es doch mit dem Mystischen, ne? Mit dem Mystischen kannst du es weghauen, ja. Aber ich glaube, müsstest du jetzt nicht Steuerung A drücken oder kann man das noch nicht? Nee, kannst du ja anketten. Ach, jetzt A ist schon, habe ich nicht gesehen. Sehr schön. Ja, das Monster kann ja ziemlich viel Effekte gewählt werden. Naja, der wird dann gleich mal zerstört, weil noch ein anderes kommen kann. Dann kann auch die Ausrüstung nicht mehr zerstört werden. Ja. Oh, geil. Und das kann ziemlich nervig werden. Ja, der soll mal nicht auf 5000 kommen und dann so halt unbesiegbar sein. Genau. Jetzt ist schon mal ein Teil weg. Ist nicht mehr sehr viel übrig. Tja. Ja, war so klar. Das ist der, wodurch keine ZW-Monster mehr zerstört werden. Kann Utopia noch zerstört werden? Ich glaube ja, nur ZW-Monster nicht. Ja. Und nur hat er jetzt ordentlich 3,5 oder? 3,7. Ja. Der muss. Na? Okay, und wenn zerstört wird, wird scheiße die Karte zerstört. Ja. Also. Würde eine Spielkraft an sich auch nicht so viel bringen. Naja, dann wäre die Ausrüstung schon mal weg. Ja, dann wäre er runter. Genau. Geht der Angriff durch? Der Angriff geht trotzdem durch. Ja. Aber zumindest ist die Ausrüstung da schon mal. Es ist einfach nur noch Utopia, also was soll's. Genau, ist eine normale Utopia, die man einigermaßen eigentlich besiegen kann. Na okay, mit der Hand jetzt aktuell nicht. Wenn ich mich recht erinnere, hat ein Gegner mal Utopia mit den beiden ausgerüstet. Nur dann hat er auf wundersame Weise sein Monster Tribut angeboten. Es war wohl ein Missklick, was er glaube ich auch geschrieben hat. Oh, das ist auch mal intelligent. Ja, war ganz nett. Mhm. Oh, noch ein Raubpfeffer, da kann ich ja gleich noch eine Ausrüstung zerstören. Das ist halt das Blöde, wenn man online spielt. Man kann sich halt sehr leicht verklicken und dann kommen ganz blöde Situationen zustande. Ja. Ja.
Nun ja, ich hoffe, dass ich gleich irgendein Monster ziehe, weil ich dann endlich mal eine Exis-Beschwörung machen kann, um mir irgendein fettes Monster zu holen. Mal sehen. Hua, hua. So, Tobias, gerne mal vorbei. Für die Fallenkarte brauche ich auch zwei heroische Monster auf dem Feld. Uff. Wenn eines angegriffen wird, irgendwie... Oh, jetzt holt er sich da hier, wer ist der denn? Jop. Utopia Ray. Was konnte Utopia Ray? Der konnte gar nichts, solange er mehr als 2000 Lebenspunkte hat. Ja, da war nichts nicht so heftig. Der ist scheiße. Okay. Er hatte glaube ich 2,6. Kann er echt gar nichts? Nee, der hat auch 2,5. Nee, ansonsten kann er gar nichts. Ach du Scheiße, was? Rang Aufstiegsmagie. Jetzt kann er sich Ray Victory oder sowas holen. Aber der kann auch immer noch von Fliegekraft gedings werden, ne? Hä? Von Fliegekraft kann er davon auch weggehauen werden? Wer? Der Days kommt. Weiß ich gerade nicht, ich weiß nicht, welchen er sich holt, er kann sich zwei holen. Ich weiß nur nicht, um mehr Material zu haben, klar. Er holt sich 1039 Ray Victory. Was kann der alles? Der kann einiges. Wow. Wenn er angreift, kann er jetzt auch Fallen aktivieren. Nur nett. Und sagen, er ein Utopia Monster als Material hat. Er hat sogar zwei. Ja, einen Angriff von gegnerischen Monster annullieren. Und es kriegt noch Angriffspunkte dazu. Ja. Nett. Dann war das der andere, der ein einfach Monster zerstören konnte und du Schaden bekommen hast. Der ist auch ätzend, ey. Ja, geil. Goldsarkophag. Ich würde sagen, damit erledige ich sich das Duell langsam. Wie viele Angriffspunkte hat der? 2,8. 2,8. Tja. Wow. Eventuell überlebe ich tatsächlich noch einen Zug. Ne. Sehen wir mal gleich das Deck. Ja, da sehen wir mal das Deck. Sieht ziemlich heroisch aus. Ja, ist auch ein heroisch Deck. Irgendwie kaum Monster drin. Egal, ich hol mir noch ein extra Schwert. Sind eigentlich fast 20 Monster drin. Oder sogar mehr als 20. Sah gerade eben nach ziemlich wenig Monstern aus. Ich hatte eigentlich Hälfte, aber... Ja. Okay. Ja, komm los, tu es. Gönn es dir. Some days in the rain oder someday. Was? Der Song. Keine Ahnung. Der ist toll. Ja doch, müsste er sein. Ja, nett. Eigentlich nicht, ist von Oscar. Ah, das ist Ghost Ship. Ja, aber so kann der trotzdem dann. Weiß ich nicht. Ein Schiff, alles klar. Das hört er sich so an. Ja, 1,9 hat das. Ja, das Viech hat 1,9. Ja, wir haben noch 800, damit hilft auch ein Ruf der Gejagten nicht mehr und das hat sich erledigt. Jo. Okay, das ist ein Hero-Stack, das kann, wenn man eine richtig gute Hand zieht, ein bisschen nerven, ansonsten ist aber einfach nur Bullshit. Genau. Tja, hoffen wir mal, dass das letzte Deck ein bisschen besser ist. Genau. Ja, hoffentlich. Wir sehen uns gleich. So, wir sind wieder zurück. Das letzte der vier Decks. Genau, es ist die Nummer 1. Ich hoffe mal, dass die wahre Nummer 1 ist und ein mega Deck wird. So, wie das hoffentlich. Ne? Man kann das nicht im TCG spielen. Genau, hier sind anscheinend OCG-Karten drin. Das eine heißt, einzige, ich weiß sogar welche. Das heißt, irgendeine japanische Karte, die bei uns noch nicht draußen ist. Ja, Überraschung! War eben schon ein bisschen gespoilert. Das ist das Deck, gegen das wir eben gespielt haben, nämlich. Okay, ZW. ZW Constella. Was war der Heino? Der war, dass deine ZW-Karten nicht... das war, dass deine ZW-Dinger nicht zerstört werden konnten. Und aber bringt ein halt anstelle zerstören, so, falls dein Heino da wegkommt. Ja, aber die kann ich ja noch einrufen. Und ist ja noch ordentlich Power. Genau. Genau. Dann mach ich mal einfach einen normalen Constella-Zug. Ja, ich möchte noch was rufen. Und zwar einen Chaos. Ich muss mal dran denken, gleich nach dem Duell das einfach schon mal umzustellen. Was? Das ist das Bild. Ja, ja. Super, Hammer, mega geil. Okay. Ja, ich glaube, ich habe im Extra-Deck was vergessen noch. Ja, das? Oder was? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, mit 5 kannst du gleich nichts aufrufen. Ernsthaft? Ich glaube, ja! Tu es. Jetzt, wir sehen es hier gleich. Ich glaube, ich habe echt die Constella Exits vergessen. Ah, irgendwas kannst du machen. Oh, ja, den. Ja, geil. Damit kannst du Utopia noch ausrüsten. Ernsthaft? Ja. Der ist voll geil, ey. Ja, Utopia kriegt 3000 Angriffspunkte dazu, hallo?
Okay, das wird anscheinend ein tolles Duell, weil hier... Ja, Scheiße, die habe ich echt vergessen. Das Genie neben mir einfach mal ein bisschen was vergessen hat. Ja, das habe ich sogar ganz zum Schluss gemacht. Das war das letzte Deck, was ich gebastelt habe. Und da ihr schon fast so weit wart, habe ich da, naja... Einfach mal Pleiades vergessen, was eigentlich die Hauptkarte vom Constella-Deck ist. Naja, was soll's. Komm, vielleicht denkt er sich jetzt, oh, er macht nur Kacke und... Aha. Da hätte ich mir eigentlich gleich ein Utopia holen können und das wäre wohl deutlich besser gewesen. Yeah. Ja. Oh. Magie Deutsche. Die sind toll. Ja. Das sind sie. Damit geht's. Ah, wird der gerufen? Was konnte der? Ja, man kann sie dann noch eins aus der Hand special. Ein weiteres machen. Gönn es dir. Na, holt er sich den Postboten. Was konnte der Dicke noch, den du auf dem Feld hast? Ich kenne den Effekt gerade nicht ganz. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Du kannst dran. Damit versuchen, glaube ich. Ich weiß, sogar. Utopia konntest du und dann, ja, ich glaube, noch ein ZB. Ich versuchen können, der Runde, als du dich beschworen hast. Aber es kann direkt angreifen. Was? Was auch? Doch nicht suchen? Wenn du Material ablegst oder so? Eins von denen, die sind ja, von den Viechern. Ja, ein und mir ein ZB-Monster auf die Hand. Aber hoffentlich zerstört er jetzt sein Heino nicht. Oder was ist er denn da? Keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Okay. Das kenne ich jetzt mal gar nicht. Sind die jetzt neu rausgekommen oder was? Weiß ich nicht, ob da neue sind. Ist ja unranked. Also können da OCG-Karten auftauchen. Das muss neu sein. Nee, keine Ahnung. Hab noch nie gesehen. Oh, ja, klasse. Ja, Verteidigungsmodus. Ja, holt er wohl gleich was. Naja, die trophische Kette wird uns ja bewahren. Zum Glück. Zum Glück. Tja, und ich sollte mir einfach mal die Effekte von meinem Monster auch mal durchlesen. Tja, ZW habe ich nie wirklich angeguckt. Ich weiß nur, man kann sich ein pissiges Utopia-Monster holen, das unzerstörbar ist. Und über 10.000 Angriffspunkte draufhauen, gerade mit dem Exit-Vieh und so. Das bringt, damit kann man nämlich, glaube ich, auch noch Utopia ausrüsten und dann kriegt es 3.000 dazu, Utopia. Oder war das ein anderer? Genau, es kriegt 3.000 dazu. Kann direkt angreifen irgendwie noch. Tja, und dann kann man es auch ablegen und dann noch einen zweiten Angriff bekommen. Genau. Jo. Und ich kann mir auch eine ZW-Karte auf die Hand holen. Kommt einiges, ne? Ja. Ist aber dafür halt auch nur in dem Deck wiederum spielbar. Jo. Tja, der Gegner denkt gerade scharf nach. Kreaturentausch, ja. Tja. Das ist sehr nett. Wieso hat er den denn überhaupt in Verteidigung geswitcht? Tja. Und jetzt habe ich ein schönes Schaf. Das ja, im Verteidigungsmodus auch noch. Das Schaf ist mächtig. Und das jetzt ist ein Schaf. Okay. Okay, irgendwie war sein Zug auch nicht so beeindruckend. Wie viel Verteidigung hat das Teil? 1200 nur. 1200. Boah, so dann. Na, wenn das so ist... Einmal kurz draufhauen, dann läuft wieder nichts. Wo ich mach mal ein Algieri. Yeah. Kann mir gleich noch was specialen. Sombrero. Das ist so. Sombrero konnte es irgendwie einen aus dem Friedhof. Das war, glaube ich, so der... Genau. Kerikeon. Ich verballe aus dem Friedhof und hole mir auf die Hand zurück und dann eine zweite Norme sammeln. Tja, und das seine Monster sind gleich. Das ist einfallsreich, dass sie zweimal quasi die gleiche Karte ungefähr gemacht haben. Ja, Constell und Ibis Farm sind sowieso sehr ähnlich, weil sie alle irgendwie fast dieselben Effekte haben. Jupp, ganz klar. Tja, damit ist mein ZW-Teil wieder im Friedhof, genauso wie mein Material. So, und dann kriegt er nochmal die Schaden und hat nichts erstmal. Ja. Leider ist das Ding nur Stufe 3. Tja. Tja, die Dolche kommen die Monster immer wieder ins Deck zurück, aber stört mich im Moment nicht. Na, wir können mit Sombre mal was wiederholen. Und holen mir einen Chaos zurück. Ja, okay. Merken, extra Deck, da sollte ich... welcher war das noch, verdammt? Pleiades. Pleiades, natürlich. Sehr gerne wäre Pleiades in dem Deck drin. Der wird auch ganz nett. Ja, oh, komm, da geht ja viel jetzt. Und ich bin jetzt mal richtig dreist. Holst du ihn denn nochmal? Oder was? Oder was? Ah ne, ich kann ja nur von Constella an die Stufe erhöhen. Ja. Ja. Sind Stufe 3 Exis Monster drin? Ich glaube, nein. Egal, ich erniedrige die Stufe erstmal.
Oh, na. Na, kann auch Stufe. Ja. Tatsächlich nur okay. Utopia. Na dann bin ich mal so nett. Und oder ich erhöhe seine Stufe wieder. Yeah, ey, komm, das ist doch epic. Weil es kann. Er der auch gerade, okay. Ja, tja, so ein Zug hat er bestimmt in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja, er würde auch sowas machen. Und Utopia Way. Na, Utopia reicht mir vollkommen aus. Und dann haben wir noch unseren Heino auf der Hand, das ist doch auch super. Und ja, auch eine ganz schön starke Armee. Damit kannst du Utopia aufpowern und Utopia kann nicht zerstört werden. Jo, einmal auf jeden Fall. Genau. Super. Tja, da haben wir schon mal ein starkes Utopia-Monster. Jo. Ich denke mal, so viel wird er da jetzt nicht mehr reißen können. Höchst unwahrscheinlich. Aber lassen wir es mal überraschen. Ja, werden wir gewahr. Letztes Mal sind wir bei den Schulen stehen geblieben. Oh ja. Gott, nein, 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 nein. Also jeder von euch wollte bestimmt schon mal nachts in Schulen gehen. Nein. Natürlich, das ist episch, Mann. Ich meine, das wollen Kinder auch immer, um die mystischen Schulrätsel zu lösen. Ob es die Putzfrau in der Wand ist. Ja, genau. Wir haben in unserer alten Schulklasse wahrscheinlich wirklich eine tote Putzfrau in der Wand eingemauert. So was in der Richtung, das hat, ja, Verbindung verloren. Er oh, schade, die Story werden wir nächstes Mal weiter erzählen. Er hat ja original zugehört. Er hat es wahrscheinlich mitbekommen und konnte es einfach nicht mehr aushalten. Ja, sowas in der Richtung. Das Duell war jetzt auch nicht so die Bombe, weil ich mich mit den Karten nicht auskenne und das Extra-Deck etwas unverständlich war, aber das war was geil, soll's. Das Extra-Deck, das war genial. Genau, also nächstes Mal reden wir über die Schulen. Oh Gott. Schulen. Bis dann, ciao.